Schicksal entstand einige Wochen darauf, als Andreas Daval, ein Vater von 4 Kindern, ein glücklicher Ehemann, ein sehr gotthingegebener Mensch, durch einen schweren Krebs verstarb. Meine Frau und ich, wir standen am Grab von diesen Menschen und in mir kamen so viele Fragen auf. Warum macht Gott so etwas? Warum lässt er so gute Menschen leiden? Warum werden einige gesund und wiederum andere nicht? Und schließlich kam ich zu dem Fazit, dass Gott gibt, Gott nimmt und nicht immer gibt er eine Antwort darauf. Er hat für jeden Menschen einen Weg, er gibt jedem Menschen ein Schicksal, welches der Mensch entgegennehmen muss. Und ich glaube, dass jeder diesen Kampf führt. Der eine kämpft gegen seine Krankheit, der andere für seine Ehe, der dritte vielleicht mit sich selbst, weil er einen wichtigen Menschen verloren hat. Und ja, es mag sein, dass wir einige Dinge in unserer Hand halten, aber so vieles lässt Gott einfach zu, was wir nicht einplanen können, was wir nicht steuern können oder beantworten können. Das Einzige, was Gott uns bietet, ist Trost. Das Einzige, was wir wissen dürfen, ist, dass Gott es gut mit uns meint. Dieses Lied, das soll jeden einfach ermutigen und sagen, wir sind alle gemeinsam auf einem ähnlichen Weg. Wir alle tragen ein Schicksal und wir sind nicht alleine. Es soll trösten und es soll uns einfach sagen, dass Gott, egal was er tut, egal was er nimmt, er bleibt liebevoll.